Danke, danke vielmals, Dilara, Pia, für die großartige Moderation. Danke, Roland, Claudia, für die Einladung. Und es freut mich sehr, mit euch, mit allen zusammen zu sein. Ja, Mindset matters. Und es sind tatsächlich herausfordernde Zeiten. Viele sagen, die Welt hat sich noch nie so schnell verändert wie heute. Und man kann den Punkt machen, noch 1920 war die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens 67 Jahre. Heute sind es noch 15. Fast 90% aller Daten, die jemals produziert wurden, wurden in den letzten 2 Jahren produziert. Und trotzdem kann man auch mit Fug und Recht antizipieren, vielleicht wird sich die Welt nie wieder so langsam verändern wie heute. Weil wenn man den World Economic Forum Report liest, in 5 Jahren werden vermutlich 30-50% der heutigen Stellenprofile nicht mehr existieren. Und natürlich, agile Transformation dieser Veränderung kann energetisieren. Aber Sie als Führungskräfte haben es vielleicht an sich manchmal erlebt, aber sicherlich bei Mitarbeitern erlebt. Manchmal kann es auch lähmen, blockieren, es kann wehtun. Und hier der Harvard Business Review Report hat gezeigt, dass es für einige Menschen manchmal sich so anfühlt, als hätten sie einen geliebten Menschen verloren, wenn sich ein Team wieder auflöst. Und wenn wir dann noch mitnehmen, welche Arten von Veränderungen wir erlebt haben, mit natürlich Corona, mit den Kriegen, mit der Inflation, den wirtschaftlichen Veränderungen, der digitalen Transformation, dann erstaunt es vermutlich nicht, dass viele von uns sich immer wieder emotional auch richtig angeknackst fühlen. Das ist der Weltnegativitätsreport, eigentlich etwas Grausames, aber ihr seht, die Kurve zeigt nach oben. Allein in Deutschland sagen 30% der Bevölkerung, ich fühle mich derzeit psychisch nicht gesund, ich fühle mich krank. Das sagt der letzte AXA-Report. Und jetzt können wir sagen, natürlich wirkt das Außen auf uns. Und trotzdem haben wir selbst ja auch eine enorme Kraft, unser Innenleben. Frage an euch, wer liebt es, im Urlaub zu sein? Ich weiß, wir arbeiten alle hart. Wer mag Urlaub? Mal kurz in die Runde gefragt. Und da gehen wir mal an den guten, netten Strand und ruhen uns aus. Traumidylle, alles hat geklappt. Der Flug hat tatsächlich stattgefunden. Wer von euch hat es vielleicht schon einmal erlebt? Du sitzt also an deinem Traumstrand, das nur als Analogie, im Urlaub. Alles ist perfekt. Und jetzt geht der Geist los. Vielleicht ist das Hotel doch nicht so wie gebucht? Vielleicht liest du da in deinem Handy eine Mitteilung und irgendetwas beschäftigt dich oder du hast ein Argument mit deinem Partner. Wer hat es schon mal erlebt? Du bist in einer Traumsituation im Außen, aber fühlst dich gerade nicht gut und ärgerst dich noch ein bisschen darüber. Wer hat das schon mindestens einmal im Leben erlebt? Das ist ganz natürlich, ne? Ich kenne das. Und dann erleben wir aber manchmal auch das Umgekehrte. Vielleicht sind wir im Stau, wir verpassen den Termin, wir sind richtig bedrückt und irgendwie dreht sich die Stimmung. Und jetzt sind wir irgendwie happy, obwohl die Situation total hoffnungslos ist. Wer hat das schon mal erlebt? Total doofe Situation, wir sind happy. Die innere Dimension, wie wir auf die Dinge schauen. Und wir können auf die Dinge auf unendlich viele Arten und Weisen schauen. Wie könnten wir zum Beispiel draufschauen, wenn wieder mal Stau ist? Wir könnten uns sagen, ich gebe auch, die ganze Welt ist wieder gegen mich, schon wieder. Ja? Stellen werden abgebaut, müssen alle wieder ins Büro und jetzt noch Stau. An anderen Tagen sind wir vielleicht ganz anders drauf und sagen, ja, Stau, ich habe es dir doch gesagt, wir müssen die andere Straße nehmen, früher weg. Und dann sind wir manchmal wieder aber so drauf, dass wir sagen, ja, hat alles einen guten Grund. Da vorne ist ein Unfall, wir sind jetzt im Stau, das hat uns das Leben gerettet. Oder wir sind im Lösungsmodus und sagen uns, kein Problem, wir schaffen das, wir haben schon so vieles geschafft. Das ist Mindset. Die Brille, durch die ich und du durch die Welt schaust. Und tatsächlich, wenn ich die jetzt abnehme, dann erkenne ich nicht mal mehr die Claudia. Und diese Frechheit, ne? Und diese Art und Weise, auf die Welt zu schauen, von der sind wir manchmal wie Subjekt, ne? Wir merken, ich bin negativ drauf und kann es nicht verändern. Und trotzdem ist es auch fluide. Während der großen Wirtschaftskrise 2010 hat die Yale-Universität ein sehr spannendes Experiment gemacht, und zwar mit Bankern von der UBS. Und denen wurden Videos vorgespielt mit 2 unterschiedlichen Informationen. Es gibt ja die große Diskussion, ist Stress gut oder schlecht? Die eine Gruppe wurde intensiv geschult mit der Information, das war Gruppe 1, Stress wird dich schwächen. Die zweite Gruppe wurde intensiv geschult mit der Information, Stress macht dich stärker. Nach einem Monat, was denkt ihr, welche Gruppe hatte ein höheres Wohlbefinden? Wer sagt Gruppe 1?
Wer sagt Gruppe 2? Es ist intuitiv, ne? Und natürlich, wir dürfen nicht verniedlichen. Die äußeren Faktoren sind extrem wichtig. Aber wie gucke ich gerade drauf? Und trotzdem glaube ich, kann man aus solchen und ähnlichen Versuchen auch eine frohe Botschaft ziehen. Denn Mindset ist nicht fix. Mindset entwickelt sich. Wir können Mindset entwickeln. Wir wissen es heute. Unser Gehirn ist Neuroplastizität. Das ist total spannend. Noch 1960 hat man an allen Universitäten dieser Welt gelernt, unser Gehirn entwickelt sich, bis wir 20 sind. Altersdiskussion. Und dann im besten Falle halten wir den Status quo. Heute wissen wir, das stimmt nicht. Unser Geist kann sich entwickeln bis ins hohe Alter. Und ich würde gerne jetzt mit euch 4 Lektionen teilen, die ich gelernt habe. Und ich weiß, ihr seid Experten. In diesem Raum sind mehrere tausend Jahre an Führungskräfteerfahrung. Ihr habt eure eigenen Hacks, wie ihr mit meinem Mindset umgeht. Tipp 1 oder Erfahrung 1 ist das Thema Optimismus kultivieren. Und dazu wollte ich fragen, wer von euch hat schon mal extrem intensive Schmerzen gehabt, die nicht weggegangen sind? Also ich meine körperliche Schmerzen. Wer das schon mal erlebt? Ja? Ich habe das erlebt. Ich wollte Fußballer werden. Roland. FC Basel, als ich 7 Jahre alt war, war der FC Basel wieder mal in der Krise. Mein Vater hat mich ins Stadion gebracht. In der Halbzeit waren wir 2-1 hinten. Basel hat 8 Tore geschossen insgesamt. Und am nächsten Morgen habe ich erklärt, ich werde Fußballer. Und mein großes Vorbild, es gab keine großen Fußballer in der Schweiz, war Karl-Heinz Rummenigge. Ich wollte diese Oberschenkel haben wie er und mich so bewegen. Das Problem war nur, ich war kleinwüchsig. Hier sieht man mich im Alter von 13 Jahren. Wir wurden tatsächlich Schweizer Meister mit dem FC Basel. Da war mein Ziel schon anders. Ich wollte so aussehen wie Miguel. Das war der Größte und Stärkste. Nur was denkt ihr, wer war ich? Ich war der da. Ich brauchte wie Lionel Messi Wachstumshormone. Bin dann irgendwann trotzdem gewachsen. Und irgendwann war ich in unserer Schweizer Auswahlmannschaften und war kurz vor einem Profivertrag. Und dann, ja, dann hat es Knacks gemacht auf dem Feld. Und ich wurde ins Spital gebracht, Wirbel verschoben, Fußballkarriere vorbei. Ich musste mich neu erfinden. Viele, viele Stunden im Fitnessstudio, bei Ärzten, Operationen, ja oder nein. Und das Problem war, ich hatte auch 3 Jahre später noch so starke Schmerzen, dass ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, älter als 30 zu werden. Ich habe oft zu meinem Vater gesagt, ich glaube, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich kriege es nicht hin. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat mich anders angepackt. Und ich habe mir wieder meine Geschichte gesagt. Ich sage, ich halte es nicht mehr aus mit den Schmerzen. Ich werde nicht älter als 30. Und er hat gesagt, Christoph, ich garantiere dir, wenn du 30 bist und wenn du deine Freunde wieder triffst, du wirst einer der gesündesten und fittesten sein. Und ich bin rausgegangen. Da habe ich gedacht, was hat er gemacht? Und ich habe gemerkt, er hat was anderes behandelt. Weil ich hatte einen Glaubenssatz entwickelt. Ich hatte ja den Schmerz akzeptiert. Ich hatte die Schuhe endlich an den Nagel gehängt. Akzeptanz war wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Aber ich habe mir gesagt, ich werde immer Schmerzen haben. Ich habe mir die Möglichkeit zur Zukunft mental weggenommen. Und das, sagt die positive Psychologie, das können wir ändern. Worte wie immer oder nie. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich habe jetzt gerade Schmerzen. Ja, das ist wahr. Und tatsächlich, ein Jahr später hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich konnte wieder gehen, nicht wegen diesem einen Satz, sondern weil das ganz viele Handlungen in Gang gesetzt hat. Und vielleicht könnt ihr euch auch manchmal als Führungskräfte auf die Spur kommen. Ich weiß, es ist ein bisschen Wespennest. Ich werde mein Team nie wieder ins Office bringen. Okay, momentan, in den letzten Wochen ist es total schwierig. Große Widerstände. Ich weiß aber noch nicht, was in der Zukunft passiert. Oder ich werde nie befördert werden in die Position, von der ich träume. Momentan läuft es gerade nicht so. Seht ihr, was ich meine? Lincoln hat gesagt, die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Das musste ich lernen. Und dann ein zweiter Tipp, gestalte deine Bilder. Wer von euch, möchte ich mal die Runde fragen, hat einen prall gefüllten Terminkalender? Mal kurz mal eine Frage. Ja, genau. Tja, okay. Und wer von euch erlebt es, du guckst in den Terminkalender und dann denkst du, ah ja, da freue ich mich drauf. Und dann guckst du einen anderen Termin und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hat so, wenn du die nächste Woche denkst, 1-2 Termine, die dir so ein bisschen schwer im Magen liegen? Mal kurze Frage. Ist ganz normal. Ne? Unser Geist produziert tausende Gedanken, tausende Bilder, die ganze Zeit. Und diese Bilder sind extrem kraftvoll.
Hier eine wissenschaftliche Untersuchung dazu von der Universität Chicago, wieder Bereich Sport. Was hat man gemacht? Das Ziel war, im Basketball Freiwürfe zu trainieren. Ja, man möchte ja gerne wieder mal ins Ziel treffen. Eine Gruppe hat jeden Tag eine Stunde praktiziert, physisch, haptisch. Gute Sache, Fitnesswerte haben sich erholt. Die zweite Gruppe saß im Stuhl oder im Sessel und hat das nur mental durchgespielt. Die haben aber was gemacht. Keine körperliche Bewegung, nur mental durchgespielt. Die dritte Gruppe hat nichts gemacht, war vielleicht am Strand. Die erste Gruppe hat sich um 24% verbessert. Was denkt ihr, ist mit der Gruppe passiert, die das sich nur im Gehirn vorgestellt hat? Was würdet ihr sagen? 42. Ja? 42? Was würdet ihr sagen? Wer sagt, diese Gruppe hat sich gar nicht verbessert? Wer sagt, die Gruppe hat sich um 10% verbessert? Wer sagt sogar mehr? Tatsächlich, es waren 23%. Zum Glück fehlt dieses 1% noch. Also Schwitzen lohnt sich trotzdem noch. Aber die Kraft unserer Gedanken sind enorm. Warum ist das so? Heute weiß die Neurowissenschaft, unser Geist macht keinen Unterschied, unser Körper macht keinen Unterschied zwischen Realem oder Gedachten. Wenn wir im MRI liegen und eine Spinne sehen und wir haben Angst vor Spinnen, dann zeigt unser Gehirn die gleiche Reaktion, als würden wir nur an die Spinne denken. Mit anderen Worten, wir haben 6000 Gedanken pro Tag. Diese Gedanken beeinflussen unsere Emotionen. Die Emotionen, die Handlungen. Die Handlungen werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu Persönlichkeit und schlussendlich macht das einen riesen, riesen Unterschied. Als Führungskräfte glaube ich, was sich lohnt, ist, dass wir uns auf die Schliche kommen. Dass wir mal gucken, okay, es belastet mich etwas. Was für ein Bild habe ich da? Dieses Bild aber nicht wegzudrücken, gewaltvoll, darum geht es nicht. Sondern zu gucken, kann ich vielleicht spielerisch auch neue Bilder entwickeln? Vielleicht auch mit meinen Teams. Und dann bewegt sich alles in mir schon in diese Richtung. Jetzt könnt ihr sagen, der Christoph, der redet da so schön, Gedanken zu managen, das ist nun aber wirklich nicht einfach. Und da bin ich komplett mit euch im Boot. Wer von uns hat schon mal eine schlaflose Nacht erlebt? In der Phase, wo ich den Unfall hatte, da habe ich fast 3 bis 6 Monate nicht richtig schlafen können. Und dann habe ich in der Regel so gegen 1-2 Uhr Nacht, danke vielmals, ein Rezept angewandt. Und zwar habe ich mir gesagt, Christoph, du musst jetzt schlafen und zwar sofort. Was würdet ihr sagen, ist das ein gutes Rezept? Wer würde sagen, das funktioniert? Wer sagt, es funktioniert nicht? Es ist fast unmöglich, den Geist mit dem Geist zu bezwingen. Und trotzdem versuchen wir das manchmal. Frage an euch, wer von euch ist jetzt gerade in diesem Augenblick 100% da? Ich sehe eure Körper, okay? Wer würde sagen, mein Geist ist jetzt gerade zu 100% da? Wow, herzlichen Dank. Ist das die Höflichkeit? Oder? Wer würde sagen, na ja, gut, vielleicht 80%? Ja? Wer würde sagen, 50% und das ist noch gut gemeint? Ja? Ganz normal, unser Geist, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, unser Geist, 95% des gesamten Tages sind wir im Autopilot. Wir tun die Dinge und merken es gar nicht richtig. Wir sind ständig am Multitasking und unser Geist rennt in die Zukunft und in die Vergangenheit. Und wir können lernen und wir können planen. Aber wenn wir gestresst sind, dann haben wir oft ein Problem. Weil je mehr ich mich wehre gegen Gedanken, gerade negative, desto mehr setzen sie sich fest. Ne? Und deshalb haben fast alle Entspannungstechniken sich einer Sache zu Hilfe gemacht, dass wir die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, und Elisabeth lächelt schon, was wir immer tun. Was tun wir jetzt alle in diesem Augenblick? Aufs Handy schauen? Nee, atmen, ja. Der Atem ist immer im Jetzt. Ich kann nicht sagen, oh, ich bin jetzt so beschäftigt, ich werde morgen weiteratmen. Sondern indem ich die Aufmerksamkeit auf Atem oder Körper lenke, kommt der Geist auch ins Jetzt. Und ich dachte, ihr werdet heute so viel hören, vielleicht können wir es uns erlauben, eine praktische Übung zu machen. Wäre das okay? Ja, 3-4 Minuten? Und deshalb wurde mir auch, vielen Dank, das hat auf ohne Knopfdruck geklappt, einen Stuhl gebracht. Und vielleicht kannst du dich mal angenehm setzen. Und vielleicht ein Aspekt auch, unsere Fähigkeit, uns zu verändern, ist unglaublich. Unglaublich, aber wir nutzen es manchmal nicht. Und was da oft eine Rolle spielt, sind die Emotionen. Habt ihr schon gemerkt? Wenn es uns gut geht, dann ist es leicht, etwas zu tun, was uns gut tut. Aber wenn man richtig verschissen drauf sitzt, dann brauchen wir die Chips, die Schokolade und dann bleiben wir lange auf. So ein bisschen emotionale Veränderung tut gut. Und deshalb, ihr seid die Movers and Shakers von Deutsche Telekom. Wollen wir uns ein bisschen bewegen zuerst? Also, so ein bisschen Bewegung.
Bitte den Nachbarn nicht komplett. Genau. Also nicht den da, sondern vielleicht die Beine noch so ein bisschen. Roland denkt sich, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Genau, okay, gut. Vielleicht mal zuwinken. Hallo, seid ihr alle da? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, vielen Dank. Okay, und dann kannst du dich ganz angenehm setzen. Und, und wenn du magst, mal die Augen schließen. Wenn dir das schwerfällt, kannst du einfach so nach vorne schauen. Wenn wir die Augen schließen, ist es oft leichter, unser Mindset zu beobachten. Es ist einfacher, nach innen zu kehren. Und dann lade ich dich mal ein, lang und tief einzuatmen, durch die Nase. Und atme wieder aus. Atme noch einmal durch die Nase lang und tief ein. Und aus, entspann dich. Wenn wir durch die Nase atmen, werden viele Nervenkanäle aktiviert, die ins Gehirn gehen. Nimm ein paar lange, tiefe Atemzüge. Atme mal bewusst in den Bauch, dann die Brust. Und atme wieder aus, Bauch und Brust. Und entspann dich, lass los. Atme wieder normal. Und beobachte mal deine Gedanken. Wir haben 6000 Gedanken pro Tag. Beobachte diesen Gedanken, der jetzt in diesem Augenblick stattfindet. Dann stell dir vor, du hast einen Korb in deiner rechten Hand und einen Korb in der linken. Und schau nach einem Gedanken. Wenn der Gedanke die Zukunft betrifft, dann leg ihn anstrengungslos in den Korb in der rechten Hand. Und wenn er die Vergangenheit betrifft, in den Korb in der linken Hand. Schau nach einem Gedanken. Und ohne jede Anstrengung, leg ihn in den entsprechenden Korb. Atme lang und tief ein. Und aus. Schau nach einem Gedanken. Wenn er die Zukunft betrifft, lege ihn in den rechten Korb, Vergangenheit in den linken. Wenn er die Gegenwart betrifft, lass ihn einfach sein. Und atme nochmal lang und tief ein. Und aus. Und dann kannst du die Körbe loslassen. Du brauchst sie nicht mehr. Und dann lass mal das gesamte Gewicht deines Körpers auf den Stuhl sinken, auf dem du sitzt. Spann die Beine und werd dir gewahr, dass du jetzt in diesem Augenblick nichts tun musst.
Atme nochmal lang und tief ein. Und aus. Und dann kannst du dich so ein bisschen recken und strecken, deine Arme bewegen, vielleicht deine Beine bewegen, wie du es am Morgen machst. Und langsam und allmählich die Augen wieder öffnen. Willkommen zurück. Wie geht's? Wer würde sagen, ich fühle mich vielleicht so ein Mühe entspannt, so ein bisschen entspannt, ein bisschen ruhiger? Ja? Sehr gut. Wer würde sagen, ich hatte jetzt auch gar nicht so viele Gedanken, es war eher ruhig da oben? Ja? Okay. Ja. Trainiere den Präsenzmuskel. Wir können unser Mindset nicht beeinflussen, wenn wir uns nicht auf die Spur kommen. Und wenn so viel Veränderung stattfindet, dann ist es ganz natürlich, dass wir ständig am Rennen sind. Aber die Frage ist, können wir dieses Rennen verbinden mit einer inneren Ruhe, mit einer Klarheit, mit einer Intention, sodass wir nicht nur rennen, weil wir Druck oder Angst verspüren, sondern weil wir wirklich ein Ziel im Auge haben und dieses Ziel auch wieder agil ändern können. Und deshalb vielleicht als Führungskraft, dass wir selber den Präsenzmuskel trainieren, da kann Sport helfen, Atemtechniken helfen, Achtsamkeitsübungen oder dass wir auch im Team Balkonmomente einlegen, vielleicht mal eine Minute Tune-in machen, intensiver, dass wir wirklich alle im Raum sind. Und schlussendlich, das hat die Forschung gezeigt, wenn wir diese Techniken praktizieren, hat das einen direkten Einfluss aufs Gehirn. Man hat die Gehirnwellen gemessen und gesehen, dass mit dieser Technik beispielsweise beides hochgeht, die Alpha- und die Beta-Wellen. Die Alpha-Wellen sind in der Regel hoch, wenn wir ganz entspannt sind und ruhig. Da sind wir aber manchmal auch lethargisch. Die Beta-Wellen sind dann hoch, wenn wir dynamisch sind. Und wenn wir beides haben, entspanntes Gewahrsein, dann können wir unser wahres Potenzial nutzen. Dann kommen wir in ein positives Mindset. Dann ist Handlung einfach. Und eine McKinsey-Studie hat gezeigt, dass spannenderweise, eine Studie über 10 Jahre, Führungskräfte, die in diesem Flow waren, im entspannten Gewahrsein, fast 5-mal produktiver und kreativer waren. Und das bringt uns zum Tipp Nummer 4. Und ich gestehe es, ich konnte diese Präsentation nicht ohne Roger Federer fertigstellen. Frage, wer kennt Roger Federer? Na gut. Also aus unserer Perspektive, ich sage ja, die Brille entscheidet ganz deutlich, ist das der größte, der erfolgreichste Sportler aller Zeiten, nicht nur Tennisspieler. Mal Frage in die Runde. Wie viel Prozent aller Punkte, würdet ihr sagen, die Roger Federer je gespielt hat, Punkte, hat er verloren? Wer sagt 5%? Wer sagt 10%? Wer sagt 20%? 30%? 40%? Roger Federer hat 47% aller Punkte, die er je gespielt hat, verloren. Gibt es hier Tennisspieler? Ja. Der erfolgreiche Tennisspieler gewinnt vielleicht 51% aller Punkte. Ja. Roger Federer hat 1/3 aller seiner Endspiele verloren. Und schon seit der ersten großen Krise 2008 haben ihn die Zeitungen totgeschrieben und nach den größten Niederlagen gegen Nadal und so hat man ihn gefragt, ja, was war denn da passiert bei der Pressekonferenz, wie geht's Ihnen? Und er saß da wie ein Häufchen Elend und hat gesagt, ich fühle mich so traurig. Und dann kam sein Standardsatz. Er hat gesagt, aber ich habe extrem viel gelernt heute. Ich habe wieder Daten gesammelt für das nächste Spiel. Und die Zeitungen haben gesagt, Roger Federer, Verlierer-Mindset. Aber heute nennen wir das was? Ein Growth-Mindset. Roger Federer hat von klein auf eine Sache wertgeschätzt. Er hat gesagt, wisst ihr was, auch wenn ich verliere, ich werde immer voll durchziehen. Er hat schon in seiner Jugend gespielt, um zu gewinnen. Wenn der Druck stark ist, wenn wir lesen in der Zeitung, Telekom baut Mitarbeiter ab, dann dauert es nicht lange, bis wir auch Angst haben um unsere Position. Es ist natürlich. Dann kommt noch die Altersfrage dazu. Und irgendwann wird der nächste Moment, der nächste große Event so wichtig für mich, die nächste Hürde wird so relevant, ich muss gewinnen um jeden Preis. Kann auch mir passieren mit diesem Vortrag, der muss unbedingt gut sein. Nur das Problem ist, wenn der Druck so hoch ist,
An dem Tag können wir in der Regel nicht mal unser normales Leistungsniveau abrufen. Kennt ihr das? Wer hat das schon mal erlebt? Beim ganz Wichtigen, ich kann mein Leistungsniveau leider heute nicht abrufen. Roger konnte das. Im Endspiel hat er in der Regel Durchschnitt gespielt und das reichte. Er war sich selbst. Growth Mindset für mich bedeutet es, die Kraft der Akzeptanz zu nutzen und Entwicklung immer wieder vor den kurzfristigen Erfolg zu stellen. Das hört sich vielleicht nicht populär an. Aber alles, was wir können und alles, was unsere Teams können, ist die beste Version von uns selbst zu werden. Und dafür brauchen wir eine Kultur, die auch Fehler verzeiht. Da brauchen wir eine Situation, wo wir uns selbst sein können. Weil wenn wir jemand anders sind, dann sind wir immer nur die zweitbeste Kopie. Und in diesem Sinne glaube ich, Feedback an uns selbst und an Mitarbeiter ist ganz entscheidend. Studien haben gezeigt, dass wenn wir Kindern das Feedback geben, du bist super intelligent, entwickeln die sich weniger gut, als wenn wir ihnen sagen, ich schätze deinen Einsatz. Super, dass du die Ärmel höher gekrempelt hast. Natürlich sind unsere Mitarbeiter keine Kinder, aber unser Geist braucht das. Und deshalb würde ich Sie gerne lassen mit diesem Gedanken, wenn Mindset matters, dann geht es ja sicherlich darum, Einsatz zu geben, meine 100% heute was erreichen zu wollen. Aber es geht meiner Meinung nach auch darum, sich zu fragen, wen oder wer will ich heute sein? Das bei mir und bei den anderen Menschen im Team und bei der Deutschen Telekom wertzuschätzen. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass Sie mir einen Rahmen gegeben haben, wo ich meine beste Version sein konnte. Und es hat mich sehr gefreut, diesen Vortrag hier heute zu halten mit 4 Tipps. Und ihr seht sie hier noch einmal. Optimismus kultivieren, gestalte deine Bilder, trainiere den Präsenzmuskel und gestehe dir Entwicklung zu. Somit bin ich am Ende, ich glaube auch pünktlich, und die Pia, die Lara, ganz herzlichen Dank. Erstmal einen großen Applaus für Christoph.